So, wir haben jetzt 13.15 Uhr. Ich würde einfach mal anfangen. Ja, freut mich, dass ein paar Leute zumindest erschienen sind zum ersten morgigen Vortrag hier. Ich will eine Einführung über Internet Governance halten. Und für mich war es irgendwie sehr schwer, weil ich hatte dann zu dem Zeitpunkt, wo ich den Entschluss gefasst hatte, das zu tun, einen Haufen Bücher und alles Mögliche darüber gelesen. Und die erste Ausarbeitung eines Vortrags ging an die über 80 Folien. Ich musste das jetzt sehr stark reduzieren, damit das in eine Stunde reinpasst. Und der erste Teil über die DNS-Wars habe ich rausgenommen und ein bisschen in die WSIS-Debatte reingesteckt, was vielleicht auch momentan ein bisschen mehr am Puls der Zeit ist. Okay, was ist Internet Governance? Eigentlich weiß es, also es war lange Zeit irgendwie ein Problem, diesen Begriff zu definieren. Und deswegen, was macht man, wenn man sowas machen muss? Man gründet irgendwie eine Working Group. Und wir haben eine Definition bekommen, das hat 2 Jahre gedauert von der Working Group on Internet Governance. Die wurde damals von der UN gegründet, wo wir sagen können, dass wir ein Konzept brauchen, wie Staaten und vor allem auch der private Sektor, also die Wirtschaft, Einfluss und auch Verantwortung übernehmen kann in einem Internet, welches keine globale Hierarchie hat, also wo von oben nicht ganz klar gesagt werden kann, wie die Politik im Internet aussehen kann, sondern wo auf einer multilateralen Ebene, das heißt also, dass wir zwischen Staaten Verträge eingehen, ähnlich dem Kyoto-Protokoll, versuchen, das Internet zu formen und auch eine multinationale, also eine multinationale Rechtsprechung und auch Vorstellungen davon haben, welche Werte wir im Internet haben. Dieser Vortrag besteht jetzt eigentlich aus 2 Teilen. Der erste Teil beschäftigt sich mit dem World Summit of the Information Society. Ich werde kurz die Entstehung ein bisschen darüber erzählen, über die 2 Phasen reden. Dann werde ich so ein bisschen abschweifen, wie es auch auf der WSIS passiert ist, in die Richtung der Konflikt der ICAM mit der USA. Der große zweite Teil wird sich dann mit IPv6 beschäftigen. Wir werden uns dann anschauen, in welchem Rahmenframework IPv6 standardisiert wurde. Dann, welches große, schwerwiegendes Problem es gab damals bei der Standardisierung. Wir werden uns dann anschauen, wie die Privacy, also es gibt ja in IPv6, viele wissen es ja, so ein paar Probleme, was Privacy angeht. Wie das dann damals aufgekocht ist in der IETF. Und dann auch, wie IETF dann die verschiedenen Länder beeinflusst hat. Okay, fangen wir mit Part 1, also der World Summit on the Information Society ist ein UN-Summit. Ein UN-Summit ist an sich einfach ein Multimillionen teurer Event von sehr teuren Leuten, die an sich nichts anderes machen, als viele, viele Jahre lang Policies zu diktieren und am Schluss dann hoffentlich mit einer Lösung rauskommen, die halt für alle Menschen auf der Erde zu irgendwelchen besseren Verhältnissen führt. Wie gesagt, das ist so vergleichbar mit dem Kyoto-Protokoll. Also es treten unglaublich viele Leute zusammen auf einen unglaublich großen Kongress und es soll daran gearbeitet werden, auf einer weltweiten Basis die Probleme, die jetzt halt dieses Internet mit sich bringt, zu lösen. Entstanden ist das alles relativ kurzfristig und zwar 1998 am letzten Tag, als die Heads of der ITU zusammengekommen sind in Minneapolis, wurde gesagt, wir brauchen eigentlich mal irgendwas, wo wir die Menschen in einen Rahmen bringen können, wie sie in Zukunft mit diesem neuen Internet leben können. Was daran beachtlich ist, dass die ITU eigentlich ja gar nichts mit Internet zu tun hat, sondern das ist ja eigentlich der Träger, der die Telekommunikation macht. Also wir kennen entweder die ITU ja nur von den OSI-Protokollen her, also das, was in irgendwelchen Firmen damals lief, also vor allem Energiebehörden, beziehungsweise halt von dem Telefon. Also eigentlich waren es nicht die, die sich jetzt gedacht haben, wir werden in ein neues Zeitalter kommen, sondern wir versuchen irgendwie jetzt das Telefonsystem irgendwie auf irgendeinen gemeinsamen Stand zu bringen. Das Ganze wurde aber dann von der UNESCO insofern aufgegriffen und weiter ausgearbeitet, sodass es dann tatsächlich zu diesem World Summit of the Information Society kam. Die UNESCO ist der Teil der UN, die sich speziell mit Bildungsfragen, mit sozialen Fragen, mit kulturellen Fragen auseinandersetzt.
Ja? Es war eigentlich alles nicht klar. Also die Probleme, die, also man hat erstmal überhaupt definieren wollen, was ist das Internet, was ist Internet Governance? Und das war überhaupt erstmal das anfängliche Problem. Was wollen wir überhaupt machen? Wir müssen aber irgendwas finden, um einfach eine globale, um global einfach irgendeinen Rahmen-Framework zu haben, um überhaupt einmal Beschlüsse machen zu können. Die Probleme, die dann eingebracht werden von den verschiedenen Leuten, die dann zu diesen Kongressen kommen, die müssen dann aufgearbeitet werden. Also es war gar nicht klar, was für Probleme es treffen wird. Du meinst jetzt, wieso die ITU jetzt gesagt hat, wir brauchen da ein Rahmenframework für? Das ist mir auch nicht bekannt. So, das war unklar. Man hat auch damals nicht gesagt, wie dieses auszusehen hat. Man hat nur gesagt, man muss einfach mal alle Entscheidungsträger der Staaten an einen Tisch bringen. Das war so mehr oder weniger in ein paar Zeilen. Das Dokument ist 12 Seiten lang, war so der Konsens. Und man hat gesagt, das muss einfach passieren, damit wir in Zukunft einfach Handlungsfreiheit haben. Da gab es jetzt nicht viel an Sachen. Später kamen dann die interessanten Sachen dazu, wie IP versus IP, also Intellectual Property versus Internetprotokoll. Das sind dann die Sachen, die später dann dazugekommen sind, weil diese Institutionen gegründet wurden. Genau, also die WESES hat dann angefangen 2002 und endete dann nach zwei Phasen 2005. Die erste Phase war die Genf-Phase, die Konferenz lief vom 10. bis zum 13. Dezember 2003 und startete mit den PrepComs. Das sind kleine Konferenzen, die abgehalten wurden vor der Hauptkonferenz, sodass halt, wenn auf der Hauptkonferenz dann alle Minister und Staatsoberhäupter zusammenkommen, die Verträge nicht erst ausgearbeitet werden müssen, sondern etwas passiert. So, und jetzt wurde also begonnen, auf diesen PrepComs damit zu diskutieren, welche Umstände müssen wir eigentlich jetzt klären und was gilt es jetzt zu lösen am Problem. Also jetzt kommen wir auch so ein bisschen auf die Frage. Das hat sich dann erst in diesem Prozess quasi erst herausgestellt. Entschuldigung. Genau, und die zweite Phase jetzt nur zur Vollständigkeit ist dann die Tunis-Phase gewesen, Tunesien, die vom 16. bis zum 18. November lief. Und auch da waren dann die PrepComs 2004 am Start und dort dann auch wesentlich mehr Länder und auch wieder die gleichen Leute fast, die dann sich da zusammengeworfen haben. So, was ist also passiert? In diesen PrepCom-Phasen sind dann also Leute, die wurden ausgeschrieben von der UN, es sind Leute zusammengekommen, die jetzt also in diesem Rahmenframework Sachen diskutieren wollten. Das waren jetzt einmal während der Genf-Phase sind vor allem humanitäre Organisationen dazugekommen. Also wir hatten sehr viele Leute, die sich damit beschäftigt haben, wie können wir Gleichstellung im Internet machen? Also wie können wir zum einen dafür sorgen, dass alle Leute an die gleichen Informationen kommen, dass wir keine große Schere haben zwischen den westlichen und den afrikanischen Ländern zum Beispiel, dass die nicht am Internet sind. Also wie kriegen wir mehr Menschen ans Internet? Was sind die Menschenrechte? Man hat sich dann damit beschäftigt, irgendwie ist das, was in China abläuft, an Zensurmaßnahmen eigentlich richtig und darf das überhaupt sein? Also dürfen Informationen zensiert werden auf Ländergrenzen hinweg? Also es sind einfach unglaublich viele politisch motivierte Gruppen zusammengekommen, die sich dann in diesem Forum Workgroups gebildet haben und dann einfach erstmal ihre Sachen diskutiert haben, ausarbeitet haben und dann immer weiter hoch die Hierarchie hochgegeben haben, bis es dann halt zu Area-Direktoren kamen, die dann da weiter drüber entschieden haben. Also das war der Konzept. Das war eigentlich für jeden offen. Jeder konnte hinfahren und konnte sich da einfach einbringen und versuchen halt seine Ideen halt umzusetzen. Also das war so das Rahmenframework dafür. Was jetzt aber auf der ersten Phase relativ stark hochkochte, war dann der ICAN-Konflikt. Also man merkte irgendwie, die USA hat doch sehr, sehr stark die Kontrolle über das Internet. Nicht aus dem Grund, dass sie irgendwie diktieren können, was da Recht und Unrecht ist, sondern sie haben einfach die Macht darüber zu sagen, welche Protokollnummern kann IP transportieren, welche TLDs werden in die Root-Zone eingetragen und welche IP-Adressen werden an wen vergeben. Also das war damals in einem Rahmenvertrag in der USA halt gelegen und die hatten da einfach die alleinige Macht drüber. Also es konnte kein anderes Land da irgendwie mitentscheiden. Genau, und dieses schwappte halt so hoch, dass es eigentlich dann die komplette Agenda der Genf-Phase beeinflusste und war dann eigentlich auch das Hauptthema. Genau, also was war angestrebt von der UN? Die UN hätte am liebsten eine multilaterale Ausübung der Geschäfte gehabt, multilateral in dem Sinne, dass also
die ICAN auf eine Ebene gehoben wird, dass die UN darüber unterscheidet. Das heißt also, die UN hat die Aufsicht über die ICAN und damit auch die Aufsicht über die IP-Adressvergabe, über die TLD-Eintragungen für die verschiedenen Länder zum Beispiel. Sogar bei den CCL-TLDs ist das ja wichtig, etc. etc. Bei der Genphase kam nicht viel bei raus. Also man hatte vor sich keine wirklich klaren Ziele gesetzt und so gab es auch keine wirklich tollen Lösungsvorschläge oder irgendwas, was dabei rauskam. Also wir hatten am Schluss keine Verträge zwischen irgendwelchen Staaten, die sich auf irgendwas zugesagt hatten. Der ICAN-Konflikt, der am Hochbrodeln war, war weiterhin da. Es gab keine Lösung. Es wurde die Declaration of Principles herausgegeben. Das ist auch, glaube ich, in 14 oder 16 Seiten Dokument, wo drin steht, dass wir uns einfach nur dafür einsetzen, dass Gleichberechtigung für alle Menschen herrscht, dass wir genau, dass wir gut sind, dass wir gegen AIDS kämpfen, indem wir Informationen freigeben, also allgemeines Blabla, ohne jetzt irgendwie groß auf irgendwelche Sachen einzugehen. Im Plan of Action, der rausgegeben wurde, stand dann drin, dass bis 2015 50% der Erdbevölkerung Internetzugang haben sollen. Es wurde aber nichts abgeklärt, wie das passieren soll. Es wurde auch keine Finanzierung geplant, wie sowas passieren kann. Also es wurde einfach dieses Statement fallen gelassen und das war es damit. Das Zitat, was ich auf der zweiten Folie hatte, was jetzt eigentlich Internet Governance ist, das entstand der Working Group der WGIG, Working Group on Internet Governance, die jetzt hier auch gegründet wurde. Das heißt, man hat auch gemerkt, irgendwie, wir wissen gar nicht, was wir selber machen. Wir müssen uns jetzt erstmal selber finden und so wurde diese Gruppe gegründet und sie sollte jetzt bis zur zweiten Phase überhaupt erstmal definieren, was ist Internet Governance und wer soll es überhaupt ausüben und was soll das Ganze, was wir hier eigentlich tun. Also an sich war die erste Phase relativ unspektakulär, es kam eigentlich zu keinen Ergebnissen. So, zum ICAN-Konflikt zurück. Der ICAN-Konflikt ist eigentlich ein bisschen überraschend, weil wenn man sich denkt, wenn man auf der UN-Ebene ist und jetzt über Menschenrechte diskutiert und über Gleichberechtigung, spielt da eigentlich eine Institution eine so große Rolle, die eigentlich nur Adressen, IP-Adressen und DNS-Namen vergibt und von der man ja jetzt eigentlich nicht denken würde, dass sie wirklich groß in Menschenrechte oder in Gleichstellungsfragen irgendwie einbezogen werden würde. Da gibt es so zwei Lager in der Richtung. Die einen, die sagen, dass letztendlich dass die ICAN ein technisches Gremium ist, was halt eine Ausübungsfunktion hat, welche jetzt nicht direkt, kann man sagen, also sie ist eigentlich im Schatten und führt eigentlich das aus, was man so im Allgemeinen erwarten würde von einer technischen Organisation. Also sie tut eigentlich nur die technische Dienstleistung, um diese einigen wenigen Dienste, die das Internet zentral leisten muss, also dass keine IP-Adressen doppelt vergeben werden, sicherstellen, das war es eigentlich. Aber zum Beispiel einerseits durch die Kontrolle über das DNS kann ja die ICAN schon durchaus richtig Wirtschaftszweige beeinflussen. Also man denkt zum Beispiel jetzt an die Pornoindustrie mit .xxx. Da ist ja durchaus auch Beeinflussungsmaterial da und da spielt ja auch dann wieder viel Geld in eine Rolle. So, schauen wir uns dann dazu das ICAN-Modell mal ein bisschen genauer an. In der Clinton-Zeit wurde die ICAN zu einer privaten, non-profiten Firma und diese wurde mit einem Rahmenvertrag unterhalb des Department of Commerce der USA ausgestattet. Das damals definierte Handlungsrechte und Pflichten im Rahmen des Internets definierte, also wie gesagt IP-Adressvergabe, auch im Rahmen, dass es gleichberechtigt sein muss, auch international gleichberechtigt sein muss, also die USA ist da jetzt nicht groß bevorzugt. Sie unterliegt damit auch privatschriftlichen Verträgen, das heißt also, dass sie jetzt nicht eine besondere Stellung innerhalb des Staates hat, sondern es können mit ihr Verträge eingegangen werden von Firma zu Firma, die halt auch entsprechend nach amerikanischem Recht dann ausgewertet werden. Und
Die da ist eine Institution, ist auch selber, spielt natürlich auch Policy-Entwicklung innerhalb der ICAN eine große Rolle und die wird auch privat finanziert. Also das heißt, da hat die Wirtschaft relativ großen Einfluss drauf, wie sich die ICAN selber formt. Wichtig war damals, dass das Management Board, also das Board, was die Entscheidungen trifft, was letztendlich dann mit dem Internet passiert, sagen wir mal so im technischen Sinne, frei von Abgeordneten ist, die staatliche Interessen vertreten. Und das Besondere damals halt an der ICAN war, dass die ICAN ein Bottom-up-Policy-Konzept hat. Das heißt also, Konzepte wurden halt in der Diskussion unten geformt und wurden dann weiter verfeinert und ausgearbeitet und dann immer die Hierarchie auch wieder hochgebracht, um dann am Schluss dann vom ICAN-Board dann eine finale Policy zu werden. Und das hat eigentlich ja schon relativ gut geklappt und hat eigentlich relativ vielen Leuten keine Probleme bereitet. Also es waren da wirklich halt die Staaten, die halt da auf ihre Souveränität halt gepocht haben, dass sie halt in ihrem, das Internet ist in ihrem Land, sie können da halt auch selber mitbestimmen, genau was ist, halt keinen Einfluss haben. Und, aber natürlich war es den Firmen dieser Länder natürlich kein Problem, halt an der ICAN tatsächlich auch produktiv mitzuwirken, weil sie sich halt über dieses Multi-Stakeholder-Modell, das heißt also, sie konnten sich alle einbringen, sie konnten alle mit anteilen, also sie konnten sich einbringen, konnten daran halt auch ihre Interessen vertreten, hatten aber dadurch auch wieder selber Pflichten, die sie gegenüber der ICAN natürlich machen mussten. Also so Sachen wie zum Beispiel diese ganzen Whois-Geschichten, wenn man dann zum Beispiel mit TLDs arbeitet oder wenn man halt zum Beispiel ein Registrar ist, dass man halt relativ harte Pflichten hat, diese TLD zu betreiben. Und das war der UN eigentlich vorher so unbekannt. Also bei der UN ist das halt einfach von Top-Down-Policy-Mache, das heißt, man ist irgendwie relativ weit oben und definiert dann runter, was an Policy passiert. Ja? Die ICAN vorher müsste ich jetzt kurz... Also die ICAN selber besteht ja jetzt heutzutage wieder auch aus der IANA zum Beispiel, welche ja selber die Nummern registriert. Und das war ja vorher an sich John Postel persönlich. Also war zwar der Direktor der IANA, also das ist aus verschiedenen Sachen zusammengelaufen. Dann gab es ja das ARPANET damals, wo ja dann die ARPANET Configuration Division zum Beispiel dafür da war, dass die Protokollnummern eindeutig sind im Internet und Sachen. Das sind verschiedene Sachen zusammengelaufen, die wurde dann in der geformt. Also es gab jetzt nicht vorher eine ICAN, weil vorher hat man nicht ein ICAN gebraucht, weil es gab kein zentrales Internet. Also was vorher halt da war, war vor allem, dass die Leute, die das Internet betrieben hatten, die sich auch alle persönlich kannten, weil es nicht groß war, sich einfach eine E-Mail geschrieben haben, gesagt haben, ich brauche hier mal eine neue Nummer und die wurde dann in eine zentrale Textdatei eingeführt. Genau, also der UN war dieses Modell vorher nicht so bekannt und es war mit den Staaten aber auch egal und sie wollten trotzdem versuchen, halt selber von ihrer Seite aus da halt Druck drauf zu machen. Genau, also die ICAN funktioniert nach amerikanischem Recht. Was jetzt aber die Probleme sind, genau, also das ist halt ein großes Problem, das heißt also, diese privatrechtlichen Verträge unterliegen halt auch amerikanischem Recht. Das heißt also, da spielt jetzt kein deutsches Recht rein, das muss halt alles auf amerikanischem Boden noch ausgestritten werden, wenn in der Richtung was passiert. Diese ganzen Rahmenverträge, die ICAN hat mit dem US Department of Commerce, sind alle beschränkter Laufzeit. Das heißt also, da kann sich durchaus was verändern. Zu diesen Verträgen gehören momentan eigentlich drei große Verträge. Das eine ist der IANA-Vertrag, was der ICAN zusichert, dass sie die Verwaltung der IP-Allokation, der Root-Zone und der Protokollnummern übernehmen darf. Wo auch drin steht, dass das US Department of Commerce absegnen muss, was alle Änderungen an zum Beispiel der Root-Zone angeht. Also selbst nicht nur Einfügungen, sondern wenn die ICAN sagt, dass sie irgendwas nicht approved oder dass es nicht okay ist, dann muss auch das US Department of Commerce darüber informiert werden. Genau, dann gibt es das Joint Project Agreement, das ist auch noch aus der ARPA-Zeit mit rübergenommen, also das gibt es schon länger, wo aber ganz klar drin steht, dass die Interessen der USA eine durchaus wichtige Rolle spielen in der Weiterentwicklung von Policies in der ICAN. Ich habe da jetzt leider kein gutes Beispiel gefunden, ich habe da nur Interpretationen von Professoren, die sich in dem Bereich forschen, sagen wir mal so, gefunden. Also dort wird wohl relativ stark dann doch die USA wieder die Interessen der USA vertreten.
Und dann haben wir natürlich ein bisschen noch die Verknüpfung nach Verisign, was natürlich jetzt hier eine Firma ist, die natürlich Profit erwirtschaften möchte, was Verisign ist, die ja die DNS-Root-Zone einerseits pflegen. Und da besteht auch ein Vertrag mit dem Department of Commerce. Und das ist natürlich jetzt eine Sache, wo natürlich Geld auch im Spiel ist. Und zwar auch ganz schön große Unmengen, da diese halt einerseits die ICANN-Policies pflegen müssen und die Root-Infrastruktur fürs DNS zu pflegen, ist auch eine relativ große Aufgabe. Später wurde dann das GAC gegründet, das Governmental Advisory Committee, in welchem sich Länder dann einbringen können und dem ICANN-Board Beratungsfunktionen also mit beraten können und mehr oder weniger auch, wenn, ich weiß nicht genau, wie viele es braucht, aber es gibt ein Vetorecht dort, sodass zum Beispiel dann TLDs verhindert werden können, die in die ICANN eingebracht werden sollen. Genau, also um jetzt mal ein bisschen zurückzuschwenken Richtung WESIS. Wir haben eigentlich ein relativ liberales Modell der ICANN in den USA, was man auch, wenn man es jetzt weltweit vergleicht, relativ liberal ist. Es unterliegt jedoch den dortigen Gesetzen und in den Verträgen, die die ICANN mit der USA hat, ist durchaus eine Bevormundung zu sehen. Wie gesagt, nochmal die Frage, also war das jetzt berechtigt, dass die WESIS sich so auf die ICANN gestürzt hat? Meiner Meinung nach ja, weil es natürlich schon weil natürlich sich die Verhältnisse ändern können und die ICANN natürlich schon ein ganz großes und ordentliches Machtwerkzeug sein können. Also man kann natürlich sich vorstellen, wenn jetzt ein Land eine TLD beantragt und die ICANN oder die USA das halt nicht anerkennt und dann auch sagen kann, nein, wir werden diese TLD nicht in die Root-Zone eintragen, dann hat dieses Land quasi keinen Platz im Internet. Also ist das durchaus schon eine berechtigte Frage. Zum anderen muss man halt sich vorstellen, also es gibt verschiedene andere Probleme, wenn man das jetzt wenn man die ICANN jetzt zum Beispiel in die UN eingebracht hätte. Die UN hat unglaublich lange bürokratische Wege und die ICANN ist momentan relativ handlungsfähig. Also sie kann doch, also wir hatten ein paar Negativbeispiele, aber die ICANN kann relativ zügig und schnell reagieren, wenn irgendwelche Sachen gefordert sind. Und das passiert auch nur, weil halt die USA dahinter ist und halt in dem Moment, wo dann was gefragt ist, halt auch die Leute in einer eindeutigen Hierarchie entscheiden können und nicht vorher irgendwelche Konferenzen eingehalten werden müssen. Und von daher ist es relativ, also kann man auch sagen, es ist gut, dass die ICANN noch in amerikanischer Hand ist und nicht unter UN-Hand ist und dass wir vielleicht eine wesentlichere, langsamere Entwicklung in dem Bereich hätten, wenn die ICANN sich unterhalb der UN wäre. Okay, wir hatten dann die Tunis-Phase. Das war dann die zweite Phase von der WESIS, wo eigentlich nochmal alles beschlossen wurde, was in der ersten Phase gesagt wurde. Und das Lustige war dann eigentlich nur noch am Schluss, da auch eigentlich wieder nichts rausgekommen ist, war, dass am 20. Juni 2005 dann die WGIG ihre Arbeit beendet hatte. Man wusste nicht, was in dem Arbeitsbericht drin stand. Die Veröffentlichung der Ergebnisse fand aber erst am 14. Juli statt. Und am 30. Juni hatte dann die National Telecommunications and Information Administration, das ist ein Teil des US Department of Commerce, die Debatte über die ICANN wieder auferflammt und hat einfach ein kurzes Statement rausgegeben, dass sie jetzt definitiv die Hand über die ICANN behalten werden und dass es da auch nichts mehr zu ändern gibt dran. Und das ist ein 5-Jahres-Vertrag, der sich jetzt dann auch bis 2015 erstreckt. Und daraufhin wurde dann die Veröffentlichung nochmal aufgeschoben von der Tunis-Phase. Und am Schluss stand dann auch nichts mehr weiter zu dieser ICANN-Debatte in der letztendlichen Arbeit drin. So hat sich das Thema erledigt und die WESIS ist eigentlich, ohne dass irgendwas passiert ist, zu Ende gegangen. Wir haben jetzt 2015, es laufen gerade wieder PrepComs an für den World Summit on the Information Society 2015. Passiert natürlich auch zu einem Zeitpunkt, wo natürlich die ICANN-Verträge wieder erneuert werden. Von daher ist es eigentlich relativ spannend zu gucken, was passiert, ob tatsächlich die UN nochmal versuchen will, die ICANN unter UN-Governance zu stellen und damit ihrer Meinung nach das Internet zu liberalisieren. Ich bin gespannt. Momentan, ich hatte gehofft, dass in der Phase im Mai schon irgendwas dazu im Internet oder irgendwelche Agendas dazu schon aufgearbeitet werden würden, da ein großes Treffen in Genf war. Aber leider gab es da auch noch keine Sachen zu.
Um die Leute zu vertrösten, die dann doch nichts sagen konnten und nichts bewegen konnten, wurde das Internet Governance Forum gegründet, was ein Zusammenschluss ist von Leuten, die darüber diskutieren möchten, aber dieses Internet Governance Forum hat letztendlich auch dann keine weitere Macht oder keine weitere Entschlussbefugnis. Also letztendlich ist die Phase eigentlich relativ traurig zu Ende gegangen. Es kam eigentlich zu keinen Ergebnissen. Es wurde mal darüber gesprochen. Man weiß vielleicht jetzt auch ein bisschen mehr, über was man gesprochen hat, aber das war eigentlich der UN-Versuch, zum ersten Mal sich mit dem Internet anzufreunden. So, ich werde kurz meinen Pulli ausziehen und dann werden wir zum zweiten Teil kommen. Gibt es bisher irgendwelche Fragen? Gut. Also jetzt vielleicht der spannendere Teil, ja? Also zum einen hat das GRC ja, welchem ja jetzt relativ viele Länder zustehen, damit ja doch eine relative Macht, sobald halt, so es ist echt schwierig, ich kenne da halt, ich würde sagen, das ist so eine Sache, die dann passieren wird, wenn sie halt passiert. Also es gab so ein paar Eckpunkte, zum Beispiel bei der Einführung von Punkt XXX. Wir hatten damals dass die ICANN diese Domäne vorgeschlagen, dass sie eingeführt wird. Und auch die Policy passte wunderbar, dass diese Domäne eigentlich in den normalen, wie jede andere TLD, jetzt auch durch den ICANN-Prozess läuft und dann eine offizielle TLD wird. Was dann passiert ist, ist, dass das US Department of Commerce, was selber auch in diesem GRC-Board sitzt, also welchem dem ICANN-Board Advisories geben darf, hatte dann einen Brief an das ICANN-Management geschrieben, hatte gesagt, wir möchten diese .xxx-Domäne nicht und hat parallel das gleiche Dokument nochmal über das GRC verteilt. Was letztendlich dann passiert ist, ist, dass .xxx gedroppt wurde vom Management-Board und die Frage ist halt, wieso? Und ich meine, letztendlich im GRC kann es meinetwegen demokratisch zugehen, letztendlich hat aber hat das US Department of Commerce das letzte Sagen und wenn die anderen was beschließen, dann... Ja, die gibt's schon, aber wie gesagt, die USA kann sich halt drüber hinwegsetzen. Also es wird schon diskutiert und sagen wir mal so, also ich denke mal, die Diskussion wird erst dann aufflammen, wenn es halt so weit dazu kommt, also wenn es passiert. Dann wird wahrscheinlich, also momentan sind wir halt wahrscheinlich so, dass ich jetzt nicht wüsste, wie sowas behandelt werden würde jetzt innerhalb der ICANN oder überhaupt. Ja. Das ist genau die Frage. Also, oder zum Beispiel halt auch andersrum. Also was würde passieren, wenn ein Staat halt jetzt irgendwie in die Achse des Bösen verfällt und man möchte jetzt möglichst diesem Staat schaden? Dann wäre es ja auch eine Möglichkeit, einfach diese TLD wieder zu entfernen. Ist die gleiche Frage. Also. Was bitte? Mhm. Naja, sie kann halt eigentlich nur mega Impact machen, der halt dann, also wo sie auch weiß, dass die internationale Presse dann halt aufschreiben wird. Also das heißt, sie kann jetzt nicht fein granulare Filtermechanismen installieren, das geht nicht auf ihrem Niveau, sondern sie kann halt ein Land wegnehmen. Aber dann hast du halt auch die Presse und dann hast du halt auch dann sofort die Länder, die aufspringen werden und da mitreden wollen. Und dann ist natürlich die Frage, ob das halt gewollt ist in dem Moment. Also es ist schwierig, wird wahrscheinlich dann erst dazu kommen, wenn es tatsächlich passiert. Also wir hatten jetzt, glaube ich, keinen Fall, wo es so richtig große Probleme, die mir jetzt aufgefallen wären, mit CCTLDs gibt. Also mit diesen Top-Level-Domains. Okay, sonst noch irgendwelche Fragen? Gut. Genau, dann zu meinem Lieblingsthema eigentlich eher, das ist jetzt IPv6. Okay, ich versuche jetzt erstmal ein bisschen den Kontext zu setzen. Wir haben 1990, wir haben das Internet Architecture Board, das ist damals noch daraus entstanden, dass das Vincent Cerf und damals halt auch andere Leute noch vom ARPANET die Kontrolle über das Internet mehr oder weniger haben, weil sie einfach die DARPANET-Chefs waren und damit mitbestimmt haben, in welche Richtung das ganze Internet läuft. So, dieses Internet Architecture Board war damals
diese Instanz, der alles hochgegeben wurde, und sie hat dann letztendlich gesagt, was Sache ist im Internet. Das heißt also, wenn von der IETF oder von der IETF, wo ich später noch drauf eingehen werde, Standardvorschläge kommen, dann werden die ans IRB hochgetragen und das IRB entscheidet dann darüber, ob das jetzt ein Internetstandard wird oder nicht. Sie überschaut auch die Arbeit der IETF und der IRTF und der IETF und kümmert sich darum, dass der Standardisierungsprozess am Laufen bleibt und dass genau sie ihre Arbeiten erledigen können. Es wird versucht, eine strategische Planung zu machen, also so Sachen wie zum Beispiel, dass das Internet mal von IPv4-Adressen ausgeht. Sowas überwacht das IAB halt auch, und das ist auch dann der Grund hier, dass sie dann auch gesagt haben, wir brauchen ein neues Internetprotokoll. Sie war eigentlich so die Repräsentation auch der Internet-Community, das heißt also, sie war einfach so Head of Internet, was jetzt Protokollstandardisierung anging. Und hat sich auch immer um alle Sachen kümmern müssen, die innerhalb der bestehenden Policy-Frameworks in der Protokollstandardisierung nicht möglich und nicht lösbar waren. Unter dem IAB haben wir, also ganz drunter haben wir die IETF. Die IETF ist der Teil, wo eigentlich so die meisten Leute drin sitzen und die sich eigentlich darum kümmern, dass Standardisierung passiert. Also sie wurde damals gegründet vom Internet Architecture Board vorher, was wir gerade hatten. Und da waren einfach die Leute drin, die das technische Wissen hatten, die sich jetzt dem angenommen hatten und dann Standards beschlossen haben. Also die als Drafts zuerst eingereicht wurden. Diese wurden dann über die Area Directors in den jeweiligen IETF-Gruppen hochgereicht zur Internet Engineering Steering Group, die dann nochmal überschaut haben. Und diese werden dann zur Ratifizierung der IAB vorgelegt, welche die dann zu einem offiziellen Internetstandard machen kann. So, das ist also jetzt der Rahmen. Wir haben diese drei Gremien, welche sich jetzt also um Internetstandardisierung kümmern. So, was passiert? 1990 zum ersten Mal auf dem Vancouver-Meeting der IETF wird prophezeit, dass wir im März 1994 keine IPv4-Adressen mehr haben werden. Ist jetzt relativ krass, hat natürlich ein paar Gründe. Zum einen hat man damals ja wirklich IPv4-Adressen rausgeworfen bis zum geht nicht mehr. Lag auch daran, dass man dieses Konzept mit den Subnetzmasken noch nicht hatte. Also man hat damals ja immer nur in 8er, 16er und 24er Blöcken, also Class A, Class B, Class C Adressen rausgeben können. Und man war auch wesentlich großzügiger mit IP-Adressen. Und es ist auch aufgefallen, dass ein anderes Problem halt dabei in der Verteilung der IP-Adressen ist, und zwar die meisten IP-Adressen waren in der Zeit in Amerika lokalisiert und es gab auch jetzt keine überregionale oder internationale Möglichkeit, jetzt Adressen zu bekommen, sondern tatsächlich lagen auch wieder alle Adressen unter amerikanischer Kontrolle. Das war damals John Postel an der University of Southern California, der das so im Alleingang gemacht hat. Also viele Leute sagen so irgendwie, er war Präsident der IANA, aber er war letztendlich, die IANA hat sich einfach um diese ganzen Sachen gekümmert. Und damals wurde dann von der IAB ans Federal Network Council, das war damals der Teil, der Policy-Teil der DARPA, die Empfehlung rausgegeben, dass dieses System auf Zukunft nicht mehr so weiter funktionieren kann und definitiv eine Dezentralisierung braucht. Also das würde dann jetzt in diese Richtung laufen, wo was wir heute so als RIPE kennen, AFRINIC und so Sachen, die diese IP-Adressen ausgeben. Genau, also das Problem war jetzt also bekannt, wir laufen mit IP-Adressen aus. Ja, 1991 kam es dann zum Joint Meeting vom IAB und dem IESG, wo klar wurde, wir müssen irgendwas ändern, wir müssen also das Internet weiterentwickeln und in welche Richtung soll es laufen. Es gab dann damals die Idee, man könnte tatsächlich das Internet zu einem Multiprotokoll-Internet machen, also wir könnten neben dem Internetprotokoll weitere Protokolle im Internet erlauben, die gleichrangig werden und gleichrangig auch dann von anderen implementiert werden würden. Wir hatten natürlich jetzt auch Fragen, irgendwie, wenn das Internet größer wird, wir haben größere Probleme im Routing-Bereich und das Adressieren wird ja auch schwieriger. Wir müssen vielleicht hierarchischer adressieren oder geografischer adressieren.
wir möchten, also geografisch auch gerade in die Richtung von Entflechtung, so, wenn das Internet immer größer wird, also Core-Dienste müssen mehrfach vorhanden werden und nicht irgendwelche zyklischen Abhängigkeiten haben. Und welche, also was soll auch das Internet in Zukunft überhaupt transportieren? Also es sind lauter Fragen gestellt worden, für die keine Antworten da waren, in welche Richtung das Internet überhaupt laufen soll. Damals waren relativ hochrangige Internet-Engineers anwesend, das waren vor allem halt die Leute vom IAB, aber auch dann einige Leute vom MIT, Dave Clark zum Beispiel, der ja so eigentlich der einzige akademische Typ so in diesem ganzen Ding drin war. Alle anderen waren ja immer meistens firmengestützt. Es kam dann zum Retreat 1991, wo dann diese ganzen Fragen nochmal aufgegriffen wurden und nach der Gedenkpause nochmal aufgearbeitet wurde. Das lief dann hinaus, dass dort eine RFC entstanden ist, die 1287, Towards the Future of Internet Architecture. Und man hatte damals gesagt, okay, wir werden ein Multiprotokoll-Internet. Wir werden zwei Protokolle, das OSI-Protokoll und TCP-IP unterstützen. OSI ist das Protokoll gewesen, was damals von der ITUT standardisiert wurde. Und eher, sagen wir mal, im kommerziellen Bereich und in großen Firmen verwendet wurde, während das Internet eigentlich ja jetzt im universitären Einsatz war und noch nicht sonderlich, ja, es gab es auch im kommerziellen Bereich, aber OSI hatte einfach durch die ITU-Unterstützung mehr weltweiten Impact, würde ich, ja, kann man so sagen. Also Firmen mit mehr Geld haben auf OSI gesetzt, weil OSI einfach eine durch die Standardisierung und durch die auch Normen, die gesetzt haben, das Geld da besser aufgehoben ist. Es soll ganz klar kein Walled Garden Internet werden, also es soll nicht angestrebt werden, dass das Internet segmentiert ist und dass zum Beispiel die verschiedenen Kontinente eigene Internets haben, die dann über Translation Gateways, die und hier und da mal funktionieren, verbunden werden, sondern es soll ein Internet bleiben. Und dann wurde noch festgesetzt, dass eine Skalierung bis 10 hoch 9 Netzwerken nötig ist. Und das wurde dann auch so als das wichtigste und das größte Problem herausgestellt. Also wir müssen bis 10 hoch 9 Netzwerke kommen, wie auch immer das aussehen soll. Und dafür muss eine Adressierungs- und Routing-Plattform geschaffen werden. Aber was jetzt spannend war, ist, man verstrickte sich jetzt genau, wie wir vorhin bei der WSIS gesehen haben, erstmal wieder an solchen Sachen, dass man sich gefragt hat, was ist das Internet? Also, wir haben jetzt eine drastische Änderung. Wir hatten vorher das Internet definiert gehabt durch IP-Konnektivität. Das heißt also, wir haben gesagt, okay, wenn ich dich pingen kann und der Ping kommt zurück, dann sind wir im Internet. Das war leicht testbar. Das war der große Vorteil eigentlich. Man konnte einfach einen Ping absetzen und man hat es gemerkt. Aber ich konnte natürlich auch in irgendeinem Walled Garden pingen und war nicht im Internet. Von daher war die Definition auch wieder ein bisschen ungenau. Man hat dann lange Zeit, also man hat nicht so lange wie bei der WSIS, aber man hat auch durchaus sich Zeit reingesteckt und hat versucht dann irgendwelche Namensraum von Applikationen abzukloppen und zu sagen, wenn man im Internet ist, dann hat man halt über das Domain-Name-System die Möglichkeit halt an diese ganzen Applikationen, die innerhalb des Namensraums verzeichnet sind, ranzukommen und vor allem, dass man eine Protokoll-Stack-Uniformität hat. Das heißt also, dass die Protokoll-Stacks der Rechner, die im Internet sind, alle auf eine Art und Weise funktionieren, was jetzt wieder dem Multiprotokoll-Internet so ein bisschen entgegengespielt hat. Genau, also wo soll das Internet hin? Soll es ein Multiprotokoll-Internet werden oder soll es soll nur noch ein Protokoll im Internet laufen? Wir hatten dann damals, wie gesagt, schon OSI und TCP-IP, was so diese beiden großen Netzprotokolle waren, die im Einsatz waren. OSI, was von der ISO standardisiert wurde, was letztendlich ja dann die ITUT übernommen hat, hatte den Nachteil, dass lange Standardisierungszeiten dort herrschten. Also es ging sehr langsam voran. Man musste diese ganzen Expertengruppen mussten gebildet werden, die dann zu tagelang, wochenlangen Sitzungen immer zu den entsprechenden Treffen geflogen wurden, was lange Zeit gedauert hat. Es gab aber sehr starken industriellen Support, also die Industrie hat das gefördert und hat ihre Leute dahin geschickt und hat auch dafür das Geld gezahlt. Wenn diese Expertengruppen dann wieder fertig waren, wurde der Standard von oben nach unten diktiert, also es gab nicht die Möglichkeit, dass sich jetzt jemand, der einfach nur Lust hat, am Internet teilzunehmen, das Internet mitzuformieren, irgendwas sagen könnte. OSI hatte auch den Nachteil, dass wenn dieses Protokoll im Internet gefahren werden würde,
dass die ITF ab dem Moment keine Kontrolle mehr hätte darüber, wie sich OSI weiterentwickelt. Also OSI wäre in der Hand gewesen von der ISO und die ITF könnte nichts machen, sondern wäre da auf die ISO angewiesen, die Weiterentwicklung vorzunehmen. Ein großer Vorteil von OSI war im Gegensatz zu TCP/IP, dass es auch Entwicklungsaktivität außerhalb von den USA gab. In Europa hatte man zu der Zeit in den großen Netzwerken, also vor allem in Firmennetzwerken oder kommerziellen Netzwerken, hatte man eigentlich nur OSI im Einsatz. Da gab es nichts anderes. Und vor allem halt auch an Entwicklungsaktivität war einfach nur, das lag auch daran, dass die ganzen ITF-Treffen nur in Amerika waren, gab es nur Leute aus Amerika. Da hat eigentlich kein anderer teilgenommen. TCP/IP im Gegenzug dazu war durch die ITF standardisiert. Das war ein total offener und transparenter Prozess. Es gab da die entsprechenden Working Groups, wo sich jeder auf die Mailinglisten subscriben konnte und mitdiskutieren konnte. Am Schluss wurden dann Drafts gebildet, die dann weitergegeben wurden. Ich hatte ja schon vorhin beschrieben, dass dann die Working Group Director dann diese Drafts bekommen haben, bis es dann hochging über die ISEG bis zum Internet Architecture Board und dann das in Standards geformt wurde. Das Ganze war also so ein Bottom-up-Approach. TCP/IP wurde auch schon verwendet von vielen Firmen, war aber da eher so ein Protokoll von vielen. Also wir werden später sehen, Boeing hatte das ein bisschen im Einsatz, aber es war jetzt, sie hatten halt mehr OSI und sie hatten auch noch irgendwelche anderen DECnet und Apple Talk, was es auch noch alles gab, im Einsatz. Genau, also OSI hatte auf jeden Fall die stärkste industrielle Unterstützung. Es kam dann noch dazu, dass die USA plötzlich das GOSIP-Programm starteten, wo in der Clinton-Zeit gewollt wurde, dass jede Behörde, jedes Krankenhaus, jede Schule Zugang zu einem amerikaweiten OSI-Netzwerk hat, was natürlich jetzt in dem Moment klar die USA und die Regierung auch klar hinter OSI gestellt hat. Also man hatte jetzt tatsächlich, was TCP/IP anging, keinen sonderlich guten kommerziellen Support. Das Gute aber war dabei noch, dass in der Industrie halt viele andere Protokolle im Einsatz waren. Das war damals das SNA, DECnet, wie gesagt, und IPX, SPX, hatte ich vorhin sogar vergessen. Das heißt, man hatte schon eine Diskussionsbasis und konnte sagen, wir versuchen jetzt einfach, diese alle Protokolle wegzuwerfen und versuchen jetzt irgendwas Neues zu machen. Und im Gegensatz zu diesen anderen Protokollen war TCP/IP keine Insel, sondern war netzwerktechnisch ja schon das Internet und war auch schon über amerikaweite Strecken halt im Einsatz. Ja, also hat man sich dran gemacht, sich zu überlegen, wie könnten wir versuchen, jetzt erstmal die ersten Probleme anzugehen. Ich verlasse jetzt die OSI-Route mal ein bisschen, komme dann später nochmal darauf zurück und werde jetzt mal über die Möglichkeiten für die IPv4-Nachfolger diskutieren. Also jetzt im Zuge auch, dass es ein IP-Nachfolger wäre, im Sinne von, es verhält sich ähnlich wie das Internetprotokoll. Man hatte sich angefangen im Addressing-Bereich dann auf verschiedene Ideen zu kommen. Also man hat zum Beispiel sich überlegt gehabt, wir machen IP-Adressen, die keine globale Gültigkeit mehr haben. Heute kommt das Konzept immer noch als Location Identification Separation Protokoll von Cisco zum Beispiel wieder auf. Was so ein bisschen, ja, vielleicht so ein Konzept von Walled Garden hat, ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber es läuft auch auf jeden Fall in die Richtung, was damals Paul mit den ersten Arbeiten zu NAT dann auch, also es läuft in die Richtung, dass wir letztendlich Adress-Translation haben und damit genau keine globale Gültigkeit mehr von IPv4-Adressen haben können. Die Arbeit war damals dann, also das hatte damals als Idee van Jacobsen eingebracht. Dann die, sagen wir mal, einfachste Idee war dann gewesen, dass eine Adresserweiterung auf 64-Bit gemacht würde. Man hat sich offen gelassen, ob man es vielleicht noch größer macht. Und diese Adressen sollten global gültig sein. Und die andere Idee war dann die 64-Bit-Host-Kennung. Das war die Idee, ich hoffe, jetzt hole ich ein bisschen was aus. Wenn man autonome Systeme hat, dann haben die ja auch nochmal eine Nummer. Und die Idee war, dass man jedes System nur noch die Host enumeriert und dann noch mitteilt, in welche administrative Domäne man connected werden möchte. Und man würde dann darauf ein Adressformat bauen,
dass man Routern dazwischen keine IP-Adressen mehr in dem Sinne geben muss, sondern dass man diese über autonome Systeme adressieren kann. Ich möchte auch nicht weiter darüber eingehen, das waren die Ideen, die damals im Umlauf waren. Wer da genaueres zu wissen möchte, kann dann nochmal vielleicht danach zu mir kommen. Genau. Die Ideen wurden vorgestellt und man war sich auch nicht sonderlich im Klaren, wie es jetzt weitergehen sollte. Und merkte aber, dass es tatsächlich knapp wird. Also wurde auf 1991 dann auf dem ITF-Meeting in Los Alamos die ROAD gegründet. Das ist die Routing and Addressing Workgroup, welche dann am Schluss, nachdem sie getagt hatte und auch dann die paar Monate vergingen, keine Erfolge erzielte bei langfristigen Vorschlägen, welche das IAB durchsetzen konnte. Aber es wurden halt ein paar Sachen vorgeschlagen, die halt erstmal das IPv4-Problem lösen könnten. Das eine war durch Garbage Collection, was heute auch gemacht wird. Also man geht her an große Universitäten und versucht, dass großer IPv4-Adressbereich, der nicht benutzt wird, wieder zurückgegeben wird und wieder neu verteilt werden kann. Dann kam man auf die, dass man Class-B-Allokationen, die eigentlich kein komplettes Class-B brauchen, also Class-B ist eine /16-Allokation, durch mehrere Class-C-Netzwerke ersetzen kann. Das würde dann noch weiter gesponnen in die Richtung, dass man das Ganze ja so aggregieren könnte, dass sich diese verschiedenen Class-C-Netze wie ein eigenes Netz verhalten, was dann später zu dem Classless Interdomain-Routing, CIDR, wurde, was wir jetzt halt als das Normale kennen, also das, was wir mit IP-Adressen und Subnetzadressen, Netzwerkmasken haben. Dann natürlich einmal die Einführung von NAT, das heißt also, wir geben letztendlich Rechnern, die keine öffentliche IP mehr brauchen, Netzwerk-Adress-Translation oder wir machen größere Adressen. So, da kam dann die große Frage rein. Die ITF hatte von vornherein ein Prinzip, das war für viele Leute in der ITF sehr wichtig, das End-to-End-Prinzip. Da ging es darum, dass Rechner eigentlich im Internet immer miteinander kommunizieren können sollen. Also es sollte nie ein Gateway dazwischen geben. Wir hatten dann diese Probleme jetzt, also heute haben wir es ja gerade, dass ja zum Beispiel NAT lange Zeit nicht standardisiert wurde, weswegen sich ja NAT auch überall anders verhält. Ist ein Grund, weil NAT ja genau dieses Prinzip verletzt und deswegen nie von der ITF als ernst aufgenommen wurde. Aber so haben auch viele Übergangslösungen, die eine mögliche Abwendung der IPv4-Adressmangels haben dieses Prinzip auch verletzt. Wird, wie gesagt, vorher schon Lisp zum Beispiel oder auch dieses, dass wir verschiedene Internet, dass wir die ganzen IP-Adressen immer pro Kontinent reusen und zwischen diesen Kontinenten irgendwelche Art von Translation Gateways aufbauen. Zeitlich, weil es nur gerade schön reinpasst, haben wir dann die Gründung der ISOC. Wurde durch Vincent Cerf gegründet, 1992. Vincent Cerf hat sich selbst als Präsident etabliert. Und die ISOC hatte eigentlich als erstes Ziel, dass sie vor allem die ITF, dass sie der ITF den Rücken frei hält, wenn Leute juristische Probleme innerhalb der ITF bei der Protokollstandardisierung bekommen sollen würden. Sollte sich aber auch darum kümmern, dass jetzt vor allem mal die Standardisierung auch außerhalb der USA stattfinden soll. Also dass auch vor allem die ITF-Meetings mal außerhalb der USA stattfinden sollen, was bis dahin noch nicht so häufig passiert ist, sodass Leute auch aus anderen Kontinenten teilnehmen können. Es wurden dann in den ganzen Ländern die ISOC-Chapters gegründet und nur so als, weil es viele nicht wissen, der ISOC gehört .org und über die PIR, die Public Internet Registry, wird die ja an Affiliates vermietet und so hat die ISOC eigentlich auch eine gute, stabile Finanzlage und kann ihre Sachen machen. Genau, also wir hatten jetzt verschiedene Vorschläge gehört, wir hatten die ROAD gehört, die verschiedene Vorschläge gemacht hat. Es sah ja eigentlich so aus, als ob wir das Einfachste hätten, indem wir ein neues IP-Protokoll machen, wo wir einfach nur größere Adressen verwenden. Denkst du? Das IAB-Meeting 1992 in Kobe hat alles zum Schlechteren gewendet. Plötzlich hat dort wurden die ganzen Empfehlungen der ISCG und der ROAD nochmal überprüft und darüber diskutiert. Und man war sich so klar irgendwie, okay, der Adressmangel ist jetzt
ein klares Problem, also wir müssen jetzt da sofort rangehen. Und man hat sich der Standardisierung von IPv7 jetzt verschrieben gehabt, hatte vom IAB aus gesagt, wir übergeben das Protokoll nicht der IETF und werden dieses Protokoll TUBA machen, was der Nachfolger von TCP/IP ist. TUBA ist heißt TCP/UDP with bigger addresses. Das läuft auf dem CLMP, was ein OSI-Protokoll ist. Also das heißt, wir haben hier das Problem, dass das IAB hier also eine Entscheidung getroffen hat, dass die IETF nicht mehr weiter an ihrem Internet weiter standardisieren darf, sondern quasi das Routing-Protokoll, was verwendet wird, um TCP und UDP zu routen, jetzt an die ISO übergeben würde. Das IPv7 ist kein Fehler. Tatsächlich haben sie sich in Japan vertan bei der Nummerierung der IP-Protokollnummern und man dachte, dass die 6 schon vergeben wäre. Genau, also TCP/UDP ist ein Protokoll, wo man variable lange Adressen bis zu 20 Bytes benutzt. Das heißt also, das war die Idee von E-164-Adressierung. Also das kennt ihr vielleicht von ISDN, wenn man einfach Nummern eintippt und man kann halt nochmal eine Nummer hinten dranhängen und man kommt dann woanders raus. Das war die Idee, dieses im Internet einzuführen und das IAB hatte jetzt also die Weiche gestellt gehabt und gesagt, wir fahren TUBA. Doch, also genau, vielleicht die Frage dazu, wie kam es dazu? Natürlich war das IAB von 11 Leuten, die alle schon, sagen wir mal, keine finanziellen Sorgen mehr hatten, waren aber auch alle gestützt natürlich von IT-Firmen, die jetzt in der Zwischenzeit auch, da es mit der Standardisierung so langsam voranging, alle in OSI investiert hatten, weil da wusste man halt einfach, OSI ist das Protokoll, was halt einfach weltweit genormt ist und auch einfach das Protokoll ist, was die Leute einsetzen würden, wenn es um Netzwerk gehen würde und man würde sich nicht am Internet beteiligen. Es gab ja auch noch keine fertigen Vorschläge seitens der ISG, also die IETF hat ja tatsächlich noch keine Vorschläge gemacht, außer jetzt zu sagen, okay, wir könnten ja Adressen erhöhen. Gab es noch nichts, was man jetzt wirklich sagen könnte, wir würden das zum Protokoll machen? Weil die Frage, also hatte das IAB vielleicht ein bisschen vorschnell gehandelt? Weiß ich auch nicht. Einige Leute hatten dann auch gefragt gehabt, ob es vielleicht möglich wäre, wenn man CLMP nehmen könnte und einfach forken könnte, dass man das Protokoll splitten könnte. Einmal, dass es dann eine ISO-Version geben würde und einmal eine IETF-Version. Weiß ich leider auch nicht. Lustigerweise passiert das ja gerade bei MPLS, dass die in diesem Fall, das ist ja von der IETF standardisiert, das wird jetzt gerade von der ITU geforkt. Ja, aber die Reaktion seitens der IETF war natürlich heftig. Die ganze Internet-Community fühlte sich betrogen. Und auf der IETF ging es relativ krass her. Also ging wirklich bis dahin, dass das gesagt wurde, dass eigentlich das IAB abgesägt werden solle und die IETF an sich so weitermachen wird. Shocking Disbelief war, glaube ich, so ein passender Ausdruck, den ich irgendwo gefunden hatte dafür. Zum 24. IETF-Meeting, das am MIT stattfand, wurden dann genau diese Fragen gestellt. Es ging relativ hoch her. Dave Clark war selber ja auch vom MIT einer derjenigen, die im Bereich akademischer Forschung sich am Internet beteiligten, der dann damals den Leitspruch auch so aufstellte, we reject kings, presidents and voting, we believe in rough consensus and running code. Da die Reaktionen auf den Mailinglisten und auch schon in den Vorbereitungstreffen zum Meeting so heftig waren, musste das IAB die Entscheidung für CLMP zurücknehmen und musste hier auch sagen, dass das neue Protokoll nun doch durch die IETF standardisiert werden solle. Gleichzeitig, damit solche Probleme nicht nochmal passieren können, wurde die POSITE gegründet. Das ist eine Organisation innerhalb der IETF ist es, aber es soll vor allem die Standardisierung überwachen, übergreifend über das IAB, ISCG und die IETF. Wurde damals Steve Crocker der Vorsitz gewährt und da wurden dann
Prozesse definiert, was bei sonst die, bei Streitigkeiten, wenn sowas nochmal vorkommen sollte, passieren soll. Ja? Wäre gewesen, ja. Das Problem ist halt einerseits, dass die IETF dann halt die Macht verloren hätte. Ich meine, ich weiß nicht, was passiert wäre. Zum anderen ist natürlich die Frage, dass die Routing-Algorithmen, um solche Adressen zu routen, krass, also komplexer sind, meines Wissens nach. Also es ist mit fest langen Adressen kann man einfacher Adressraum delegieren und routen als mit dynamisch langen. Aber man kann natürlich bei dynamisch langen andere Prinzipien einsetzen. Ich weiß es nicht, was passiert wäre. Also die IETF versucht sich, so krass es geht, offen zu halten und so transparent zu halten, wie es nur irgendwie geht. Also das würde ich nicht sagen. Sie ist klar amerikanisch dominiert, weil halt die meisten Leute, die halt dort mitarbeiten, halt aus Amerika kommen. Aber es ist für keinen Problem, auch nur irgendwie an den Entscheidungen oder da als am Protokolldesign mitzuarbeiten. Und es ist auch, also die IETF-Meetings werden jetzt auch immer international gemacht. Also gleichberechtigt zwischen allen Ländern. Also von daher würde ich das, ist halt einfach so. Ich meine, die meisten kommen daher, aber sie versucht das jetzt nicht irgendwie groß raushängen zu lassen. Genau, also wir hatten jetzt so dieses, naja, eigentlich so für mich so doch eine relativ krasse Sache, dass sich tatsächlich in dem Moment das IAB gegen die IETF und gegen ihre eigenen Gremien gestellt hat, gehabt, was sich jetzt zum Glück gelöst hat. Und jetzt war die IETF wieder am Zug und musste jetzt also versuchen, ein Protokoll zu finden, was das Internet jetzt aus diesem IPv4-Adressdilemma rausführt und vielleicht auch dann neue Möglichkeiten gibt. Also, es wurde in der Zwischenzeit eine RFC, die 1380, editiert, wo es darum ging, was wir überhaupt an möglichen Protokollen, was wir für mögliche Protokolle überhaupt einführen können. Dazu gehörte dann, wie gesagt, immer noch Tuba, war nicht vom Tisch, wurde jetzt aber gleich behandelt mit den anderen Internetprotokollen. Wir hatten das P-Internet-Protokoll mit unendlich langen Adressen, also war ähnlich gestrickt wie Tuba, halt nur nicht die 20-Byte-Begrenzung fiel weg. Wir hatten das Simple-Internet-Protokoll mit 74-Bit langen Adressen, was eigentlich so das Protokoll ist, was wir so, welches dem heutigen IPv6 am ähnlichsten ist. Und wir hatten IP-Address-Encapsulation, das war von den ZAN-Leuten damals gebaut. Diese hatten schon die Vorahnung, dass Simple-IP das nächste Internetprotokoll wird und hatten tatsächlich nur einen Transitionsmechanismus vom IPv4 auf das Simple-IP-Protokoll definiert. So, Zeit wird knapp und man musste auch irgendwie versuchen, jetzt die Standardisierung voranzukriegen. Also wurde das IP-Decide gegründet. Das war auf dem IETF-Meeting in Amsterdam. Und es sollte jetzt dem Markt zuvor entschieden werden, welches Protokoll das nächste Internetprotokoll wird. Und so wurde, wobei auch schon einige Vorschläge da waren, ein White Paper herausgegeben. Das war die RFC 1550. Wie man ein RFC baut, in welchem ein neues IP-Protokoll beschreibt. Die aktuellen Protokolle dazu wurden in der Zwischenzeit von Tim Dixon, das war ein Franzose, in den RA Technical Reports beschrieben. Ich habe von Leuten erfahren, dass Tim Dixon tatsächlich in einer Arbeitsgruppe war, die sich nur mit OSI beschäftigt hat, von daher relativ krass. Er hatte damals dann die RFC 1454 rausgebracht, wo er die verschiedenen Protokollvorschläge verglichen hat und hat auch festgestellt, also obwohl die jetzt alle dynamisch lange IP-Adressen haben, so die grundsätzlichen großen Unterschiede wären auf technischer Ebene nicht vorhanden und von daher könnte man auf technischer Ebene keine leichte Auswahl eines Protokolls treffen. Noel Chiappa, seinerzeit eigentlich so ein bisschen ein Außenseiter in dieser ganzen IETF-Welt, weil er tatsächlich keiner Firma jetzt, oder zumindest habe ich nichts gefunden in der Richtung, also auch nicht Consulting in irgendeiner Art und Weise für eine größere Firma gemacht hat, hatte
sehr stark beklagt gehabt, dass das eine formale Spezifikation überhaupt von Features ist. Man wusste auch wieder überhaupt nicht, welche Features wollen wir eigentlich in ein nächstes IP-Protokoll haben. Und hatte deswegen einfach mal aus Spaß ein Nimrod-Design, was ein absolut minimales Internetprotokoll war, welches funktioniert hätte, aber was halt dem minimalen Satz von Features quasi genügt hätte. Auf das vorher beschriebene White Paper 1550 sind dann verschiedene Antworten reingekommen, also auch vor allem von der Industrie. Also man hatte jetzt zum ersten Mal so von den Leuten, die plötzlich die wirklich Netzwerke benutzen, Antworten, wie sie sich das Netzwerk vorstellen würde. Das war eigentlich ganz spannend zu lesen. Es gab also 21 Einreichungen. Das waren jetzt keine wirklichen Protokollvorschläge, sondern auch zum einfach nur Vorschläge oder wir wollen, was wir für Technologien bei uns haben möchten. Also drei Stück waren eigentlich so doch einvernehmend. Das war damals Boeing, IBM und BBN. BBN damals hat Netzwerktechnologie gebaut. Sie alle waren eigentlich so der Meinung, okay, irgendwie, es braucht eigentlich kein neues Internetprotokoll. Amerika ist ausgestattet mit IPv4-Adressen. Wir müssen nichts Neues irgendwie machen und scheiß auf den Rest der Welt so in der Richtung. Und was vor allem Boeing gesagt hat, was sie nicht machen würden, ist, dass sie auch selber ein Netzwerk hatten, wo sie eigentlich alles verwendet hatten, was es zu der Zeit gab. Und auch schon damit böse Probleme hatten, dass sie auf keinen Fall Translation Gateways einsetzen würden, sondern dass das Protokoll ein ohne Probleme einfach ein Update wäre zum IPv4. Das heißt, also IPv4 müsse mit IPv6 so weit kompatibel sein, dass man alte Maschinen nicht ändern müsse, um sie mit IPv6 kommunizieren zu lassen. Und es wurde ganz klar gesagt, wenn keine Killer-Applikation da ist, wäre eine Umstellung eigentlich, würde keiner Sinn sehen, eine Umstellung zu machen. Anders war es aber so ein bisschen in der Kabelindustrie. Dort gerade Time Warner Cable hat gesagt, irgendwie es wäre für uns schon sehr recht IPv6. Man hat ja auch Multicast implementiert. Und gerade für die neuen Video- und Demand-Services, die aufpoppten in Amerika, war IPv6 relativ gut, weil vor allem da auch wieder Adressen gebraucht wurden, wo man ja wusste, dass diese zur Neige gehen werden. Am positivsten wurde aber die Umstellung eigentlich von der Mobilfunkindustrie gesehen, weil die wollten einfach wirklich Milliarden von Geräten auf den Markt werfen und dafür waren die Adressen einfach wirklich nicht mehr genug. Sie hätten sich auch ganz klar nochmal für geografisches Routing ausgesprochen, also möglich zu machen, dass man möglichst geografisch die Netze macht und dann nach oben durchroutet. Genau. Ganz im Gegensatz dazu haben vor allem Energiebetreiber in den USA sich ausgesprochen, dass sie einen OSI-Stack haben möchte, da sie diesen auch schon verwenden und auch nur verwenden und dass unglaublich große Deployments davon schon haben. So, die Suche nach einem neuen Protokoll geht weiter. Es wird speziell wieder was Neues gegründet, um die Spezifikationen für ein neues Protokoll voranzubringen. Das ist das IPNG Directorate. Diese selber bekommen durch die Vorschläge eingereicht durch Bretner und Mankin. Damals auch, glaube ich, Leute aus der ISEG, die dafür bereitgestanden sind. Und das IPNG Directorate bestand damals auch aus Dave Clark und halt von einer anderen Handvoll von Leuten, die vor allem aber aus der Industrie kamen. Und diese hatten sich jetzt nun von den ganzen Vorschlägen, die vorhanden waren, drei Protokolle ausgesucht. Und wichtig war halt, als sie sich diese Protokolle ausgesucht haben, diese drei von diesen, die eingetroffen waren, dass also ein größerer Adressraum vorhanden war, dass sie universell einsetzbar waren. Und vor allem, also das merkt man jetzt dabei so ein bisschen auch, dass die Politik halt dahinter eine Rolle spielt. Genau, also wir haben jetzt drei Protokolle, diese drei haben sie sich ausgesucht. Das ist das Simple Internet Protocol Plus. Das ist eine kleine Erweiterung vom Simple Internet Protocol. Das hat dann damals das P-Internet Protocol mit den unendlich langen Adressen, aber da wurden einige Sachen, ich glaube die Flow-IDs und so Sachen raus, übernommen in SIP. IPAE, dieser Transitionsmechanismus von Sun, wurde in das Protokoll mit aufgenommen
Und ist eigentlich für uns heute so, wenn wir uns anschauen, dass IPv6 nur mit 64-Bit-Adressen. Neu dazu kam nach auch dem White Paper CATNIP. CATNIP hatte einen 160-Bit-Adressraum und war eigentlich auch wieder ein OSI-Protokoll. War relativ krass, weil es sogar IPX-Features noch implementiert hatte. Also das war ein regelrechtes Monster, wurde dann aber frühzeitig schon aus dem Rennen geworfen und wir hatten dann immer noch Tuba, was immer noch am Leben hielt und was von Seiten der Spezifizierung ja eigentlich doch ganz gut durchspezifiziert wurde, sodass man es halt mit in die technische Entscheidung zumindest mit übernehmen könnte. So, wie gesagt, CATNIP ist dann frühzeitig rausgeflogen, weil, bin mir nicht ganz sicher, aber es war bei der Menge an Features doch das am weitesten unterspezifizierteste Protokoll, was es gab. Und genau, man hatte sich auch wieder zurückbesonnen auf die RFC 1287, die wir am Anfang hatten, wo ja IP selber auch als ein wichtiges Bestandteil des Internets definiert wurde. Und hatte dann auch damit Tuba ausgeschlossen gehabt, sodass eigentlich nur noch SIP-P als einziger Nachfolger irgendwie übrig blieb. Dieses SIP-P hatte noch nicht, es gab diese RFC 1752, wie wir auch vorhin hatten, hatte noch nicht die ausreichenden Features überhaupt, um das nächste Internetprotokoll zu werden, aber es war jetzt mit Abstand das aussichtsreichste und wurde jetzt erstmal in die nähere Betrachtung gezogen und wurde dann am 30. ITF-Meeting in Toronto tatsächlich zu IPv6 gekrönt. Es wurden noch kleine Modifikationen gemacht, die Adresslänge wurde nochmal verdoppelt und es wurden die neuen Working Groups eingerichtet, die dann die entsprechenden Features nachimplementieren müssten, was dann Auto-Configuration war, IPv6 Mobility Support, IPsec und auch an den Transitionsmöglichkeiten gearbeitet wurde. Und somit wurde dann IPv6 ein Proposed Standard. So, ich habe jetzt 1:06 schon gemacht, ich habe jetzt noch einen ganzen Haufen Folien. Habt ihr noch Interesse? Also jetzt wird es gerade um die Privacy-Problematik gehen in IPv6. Wollt ihr noch bleiben? Ich habe 1 Stunde noch Zeit. Also hier ist jetzt nichts drin. Wer gehen möchte, kann sonst gehen. Okay. Fand ich relativ spannend, als ich es entdeckt habe. Es gab einen Internet-Draft 1999 von Keith Moore. Privacy Considerations for the Use of Hardware Serial Numbers in End-to-End Network Protocols. Das wurde nie wirklich zu einem Standard. Beschreibt aber, dass niemals Seriennummern, also sowas wie auch zum Beispiel MAC-Adressen, selber ins Internet verschickt werden sollen. Und wer jetzt jeder von euch, der IPv6 kennt, weiß ja, dass das ja eigentlich so ein Konzept von IPv6 ist bei der Stateless Auto Configuration. War eigentlich auch allen bekannt, dass das vielleicht mal zum Problem werden könnte. Es wurde auch dann ja an diesen Privacy Extensions gearbeitet, die die hinteren Stellen bei der IPv6-Adresse ja randomisieren. Aber es kommt, wie es kommen muss. Das Thema flammt auf. Und zwar Bill Fretzer hat dann 1999 einen Artikel in der Internet Week veröffentlicht, wo er fragt, wo sind eigentlich die ganzen Leute, die sich um IP-Sicherheit kümmern, die sich um Privacy kümmern? Haben die das alle nicht mitbekommen, was IPv6 für eine große Gefahr für uns darstellt? Und bemängelt halt, dass das halt auch die EFF vor allem überhaupt nichts gesagt hat zu dem Thema. Ist natürlich schlecht für die ITF, auch wenn sie sagt, irgendwie hat mit uns nichts zu tun. Wir haben ja Privacy Extensions implementiert, weil Bad Publicity. Und gerade zu dem Zeitpunkt, wo man jetzt versucht, möglichst viele Leute auf IPv6 umzustellen, ist es natürlich relativ hart, dass sowas aufkommt. Die Stimmung in der ITF ist relativ schlecht, weil, wie gesagt, Zeitpunkt nicht gut und versucht sich jetzt zu rächen, versucht sich jetzt mit Stellungnahmen zu retten, dass das ja ungenau ist und vielleicht falsche Vermutungen zulässt, etc. etc. Doch es wird schlimmer. Das EPIC, das ist das Electronic Privacy Information Center, gibt eine Warnung bezüglich IPv6 raus und vergleicht den Fall damals mit dem neuen Pentium 3, in welchem die CPU-ID implementiert wurde, um Software-Klau und Software-Piraterie zu unterdrücken. Auch danach springt die Presse noch ein bisschen mehr auf. Das Ganze kommt auch in die BBC. Und es treten, wie auch immer bei solchen Sachen passieren muss, Grundsatzfragen innerhalb der ITF auf. Und man fragt sich, ob man eigentlich
ob man vielleicht einen falschen Weg beschritten hat oder ob man vielleicht, also es kommen alle möglichen Fragen wieder hoch. Es werden wieder Pressemitteilungen rausgegeben, genau das ist ungenau, es ist missverständlich geschrieben, wir haben Privacy Extension etc. etc., aber BBC hat doch einen größeren Kreis, wie sie Leute erreichen. Die Reaktion der EU ist auch nicht unbedingt gut. Nach den EU-Data-Protection-Direktiven 95/46 und 97/66 gehören IP-Adressen zu persönlichen Daten und sind deswegen schützenswert. Und die EU sagt ganz klar in ihrer Privacy Working Group, dass die Probleme wohl noch nicht gelöst sind. Andererseits hat aber die EU-Taskforce schon parallel dazu angefangen, selber IPv6-Deployments voranzutreiben, vor allem innerhalb der EU. Die European Commission IPv6 Taskforce gibt dann auch noch ein offizielles Statement dazu raus, dass mit Privacy Extension ja die Privacy-Eigenschaften vom IPv6 besser werden als mit IPv4. Genau, und nach eigentlich passiert weiter nichts. Die EU macht weiter und an der Stelle habe ich auch das dann nicht weiter verfolgt, was passiert ist, aber ich glaube, die EU hat sich dann auch nicht weiter darum gekümmert. Okay, also das war dann auch nochmal ein Rückschlag für IPv6, was wieder doch zu einigen Problemen innerhalb der ITF geführt hat. Genau, nichtsdestotrotz aber gibt es auch positive Seiten bei der IPv6-Standardisierung. Tatsächlich haben wir, nachdem ja 1998 die Core-Spezifikation beendet wurde, doch IPv6 in einigen Ländern als nationale Prioritäten gesehen. Also China hat IPv6 auf ihre Agenda geschrieben, Japan, EU, Korea, Südkorea, Indien. Und es wurden tatsächlich auch von Seiten der Regierung Policies relativ früh erarbeitet, also dass IPv6 eingeführt wird, außer die USA. Die USA hat tatsächlich nichts übernommen, hat dann aber 2003, wahrscheinlich auch aus den Gründen der 9-11-Angriffe, hat das DoD dann versucht, IPv6 zu pushen. Es ging ja tatsächlich so Sachen, man hat so Sachen gehört wie mehr Flexibilität auf dem Schlachtfeld. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Tatsächlich hat der IPv6 da durchaus ein paar Features, die da angenehm sind. In Asien verlief das Ganze ein bisschen besser, also zumindest für IPv6 in der Anfangszeit. Der Yoshirio Mori hat 2000 die neue E-Japan-Initiative angestrebt, in welcher beschlossen wurde, dass bis 2005 jedes Gerät in allen Behörden auf IPv6 umgestellt werden soll, was natürlich überhaupt nicht geklappt hat. Japan kam in der Zeit gerade aus einer Rezession raus und hat versucht, also IPv6 als ein Werkzeug zu nutzen, um halt Arbeitslosigkeit zu minimieren und halt vor allem auch wieder wirtschaftlich gut dazustehen und hat versucht, also IPv6 so als Internetmotor dafür zu verwenden. Da sind auch einige von uns, also in Geek-Kreisen natürlich bekannte Sachen passiert, es wurde das WIDE gegründet, also Im Rahmen des WIDE wurde CAME gegründet und das Sixbone gegründet, wo ja dann auch die ersten IPv6-Pakete tatsächlich für Leute, die nicht unbedingt damit spielen konnten, probiert werden konnten, also indem man Tunnel aufbauen konnte. Es gab dann so Sachen wie Steuerreduzierung für IPv6-Hardwarehersteller und Entwickler. Und auch die ersten Kunden wurden doch relativ früh bei Entity dann mit IPv6 erschlossen, aber das Ganze hörte damit auch auf. Also bis aus Beta-Phasen ist eigentlich nichts übrig geblieben. Und ich glaube selbst, dass am Tokyo Internet Exchange IPv6 immer noch nicht so sonderlich, noch nicht mal so weit ist wie hier beim D6. In Europa hat sich das alles in dem E-Europe Action Plan ausgespielt. Dort wollte man aber nicht wirklich den Ländern irgendwas runterdiktieren und sagen, ihr sollt jetzt IPv6 einführen. Man hat aber ganz klar gesehen, dass im Zug der 4G-Standardisierung IPv6 unumgänglich ist, da die Adressknappheit gerade jetzt beim Mobilfunk-Adressraum reinhaut und hat dann auf IPv6 ganz klar gesagt, dass das Protokoll sein wird, was die im Mobilfunk mit dem 3GP-Konsortium verwendet werden soll. Die E-Korea und China-Initiative waren dann noch ganz lustig. Also in Südkorea hat man wirklich gesagt, irgendwie auch, wir schaffen neue Arbeitsplätze, wir werden ein Internet-Powerhouse. Und in China lief es ungefähr ähnlich. Dort
war es dann ganz lustig zu sehen, dass 2008 tatsächlich die Olympischen Spiele, die Webseite davon IPv6 ready war und sie hatten sogar Ampelsteuerung bis hin dann auch zur Videoüberwachung über IPv6 implementiert gehabt, waren also relativ krass dabei. Ah, genau, zu erwähnen ist auch noch, dass das tatsächlich in einer Rede vom damaligen Ministerpräsidenten aus Japan, er tatsächlich dann IPv6, das kann ich leider nicht vergrößern, tatsächlich IPv6 daneben so Sachen wie Bildung und soziale Probleme, die im Land stehen, tatsächlich dann auch in der gleichen Rede besprochen wurde, dass das ein Weg ist, zumindest auch global wirtschaftlich wieder besser dazustehen. Ja, das war es soweit von meiner Seite aus. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr jetzt losschießen. Wir haben noch Zeit bis, jetzt kriege ich das nicht mehr hin. Wir haben, glaube ich, noch Zeit, noch eine halbe Stunde Zeit hier. Also wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr losschießen jetzt, genau. Danke soweit fürs Zuhören. Also ihr seht, Standardisierung und Internet Governance ist genauso durcheinander wie meine Folien wahrscheinlich. Das ja, ist irgendwie ein schwieriges Gebiet und ich hatte leider noch viel, viel mehr und ich musste 30 oder 40 Folien jetzt nochmal aus diesem Vortrag rauslöschen, um überhaupt jetzt in eineinhalb Stunden fertig zu werden. Also war doch relativ anstrengend. So, irgendwelche Fragen noch irgendwie? Ja? Also bei der Privacy-Debatte bin ich eigentlich immer noch relativ skeptisch, dass das gut durch ist. Also wir haben das Problem, muss ich auch wirklich sagen, also wie die ITF es ja auch schon gesagt hat, ist das Problem mit den Privacy-Extensions gelöst. Also ich hoffe, dass das, Windows hat es bereits gemacht, ich hoffe, dass die Unix bald nachfolgen werden, dass Privacy-Extensions zumindest bei Desktop-Installationen Default werden. Bei Red Hat wird das hoffentlich bald mit Network Manager passieren. Bei den anderen weiß ich es leider gerade nicht. Dann ist das Problem gegessen. Das andere Problem ist halt, dass halt die Subnetze ja meistens /64 groß sind. Das heißt also, vom Provider werden auch /64er dann per DSL-Modem oder über Kabel dann in die Haushalte transportiert. Und diese /64er werden wohl oder übel auch länger stabil bleiben, also werden statische IP-Adressen sein. Und wenn man jetzt einfach die IPv6-Adresse aufteilt und einfach jetzt nur die vorderen 64-Bit verwendet, hat man auch genug Potenzial, Leute langfristig im Internet tracken zu können. Also Facebook kann dann mit den vorderen 64-Bit einfach halt hergehen und damit das noch als Erkennungsmerkmal eintragen. Ja, von hinten? Die Frage ist halt auch irgendwann, die RIPE Policy Workgroup, was IP-Adressvergabe angeht, versucht auch gerade mal wieder ein bisschen den Hebel zuzuziehen, dass Leute nicht mit zu großen Adressen für ihre Haushalts... Bitte, ist was? Ist das? Das ist, ja, genau, aber man muss sich halt, ich finde es übertrieben, aber... Das ist halt die Frage, ob man es halt braucht. Also klar, also 64 ist das Kleinste, was du machen kannst, also was du rausgeben kannst als IP-Adresse. Aber man muss sich halt auch fragen, also man hat halt vorher einfach nur eine IPv4-Adresse rausgegeben. Also ich finde es schwierig, das Thema in der Richtung. Und also ich würde halt mich freuen, wenn meine Eltern zum Beispiel nicht unbedingt jahrelang eine statische IP-Adresse hätten, sondern halt, dass die dann auch vielleicht einmal oder zweimal wöchentlich rotiert. Es gibt Ideen, dass man damit IP-Prefix-Delegation und Valid Lifetimes die IP-Adressen auf den, also das Konzept ist ein bisschen schwieriger, weil tatsächlich es dann so kommen könnte, dass man immer abwechselnd zwei IPv6-Präfixe zu Hause hat und die immer zwischenzeitlich rumfaden. Also man hat immer einen Präfix, der neu reinkommt, der eine Valid Lifetime von 2 Wochen hat. In der Zwischenzeit läuft dann der alte Präfix aus und alle Geräte wechseln dauernd ihre IP-Adresse durch. Und das ist halt nicht wie, man hat vorne NAT und man merkt überhaupt nicht, welche externe IP-Adresse man hat, sondern das ganze Netzwerk renummeriert sich die ganze Zeit. Das war auch mal im Gespräch. Ich weiß nicht, wie da gerade aktuell der Stand ist.
Also ich finde, das Debatte ist eigentlich, ich weiß nicht, also man hört da relativ wenig und ich glaube, wir werden einfach dann vor die Wand gestellt, wenn halt es soweit ist und die Leute das Zeug rausgeben und tatsächlich IPv6 auf dem Kabel passiert. Ja? Genau, das war die Idee von ein paar Leuten bei 1&1, die sie in dem Blog veröffentlicht hatten. Dass, also da hatte ich es zumindest her, dass das genau so ein Dualkonzept gefahren werden sollte. Es gibt noch Ideen mit Proxys und ULA-Adressen, also Unique Local Addresses. Wird sich, glaube ich, echt erst zeigen, weil da werden die Provider bestimmen und das muss auch erstmal alles funktionieren mit den Endgeräten, also mit den Home-Routern, die nach Hause dann gestellt werden, was für ein Konzept dann da letztendlich funktionieren wird. Und ich denke mal, dass das dann Schlag auf Schlag passieren wird. Also wenn halt Vodafone das dann einfach mal einknipst und dann halt die neue Router-Generation verteilt, dann wird sich das relativ schnell etablieren. Und genauso bei der Telekom auch. Also beide haben ja angesagt, dass dieses Jahr noch die Privathaushalte IPv6 bekommen werden. Also wird dieses Jahr das noch relativ reinhauen, denke ich mal. Und nicht unbedingt. Also die Fritzboxen haben ja so einen automatischen Firmware-Push-Mechanismus. Und wenn dann halt dann mal jemand aufs Knöpfchen drückt, dann rollen halt die Fritzboxen mit IPv6 auf einen Schlag. Also finde ich, ist, kann man schon machen. Also ich weiß es nicht, wie das dann ausgerollt wird. Weitere Fragen? Gut, okay. Also sonst könnt ihr auch noch zu mir kommen oder so und so fragen. Ansonsten danke für die Aufmerksamkeit.